Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Lex, es kommt wieder ein Video. Mal wieder ein Gaming-Video, mal wieder ein VR-Video. Wir sitzen hier gerade im Kinomodus, ja. Call of Duty Infinite Warfare Jekyll Assault VR Experience. Call of Duty, eigentlich ab 18, die VR Experience Jekyll Assault, was auch immer, ist ab 12. Ich dachte mir, es ist gratis, wir müssen es eigentlich spielen. Wir haben sehr viel VR gemacht. Sind auch mit VR Worlds noch nicht ganz durch, da wird doch noch was kommen. Aber heute gibt es erstmal COD, ja. So, klasse, wir lesen das natürlich alles durch. Wer will, ist mir egal. So, starten. Ja, start. Los geht's jetzt hier. Ja, ich. Oh Gott. Zielerfassung. Kanone abfeuern. Rakete abfeuern. Rollen. Rollen, nicken, umkehren, Boost, Schub, Bremsen, Achso, das lädt. Okay, komm, wir starten einfach rein, wir lassen uns überraschen. Ich hab Angst. Oh komm. Also, das ist jetzt ja aber gerade nicht so. Wir haben nur Standardzeug auf dem Programm. Schnelle Patrouille um die 5. Das erinnert mich sehr an VR. Oha! Guten Tag! Das ist... Okay. Okay, wir befinden uns in COD. Ja. Wir sind harte Gangs. Da haben wir unseren Super-Duber-PC. Da haben wir uns Knie. Was auch immer, ausbildetes an. 6 Raketen. Na komm, los! Wobei, wir können auch hier bleiben. Ich bremse mal. Wir können auch hier bleiben. Okay, tschüssing. Oh mein Gott, oh, das ist fast leer. Okay, zuerst die hintere Sensoranlage der Retribution. Wir fliegen nach Achtern Richtung Haupttriebwerke. Großer Gott. Großer Gott. Okay, das ist, mir wird gerade ein bisschen, das ist schon cool. Oh Gott, und ich glaube verkehrt. Ja, es ist, oh nee, es ist verkehrt rum. Oh nee, damit komme ich ja jetzt schon. Jetzt fange ich an zu schwitzen. Sind wir noch falsch rum? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich unwohl, ich würde gerne gehen. Okay, bremsen! Oh nee! SK-1-2, leichte Schäden an der hinteren Sensoranlage. Die Ausrichtung der Hauptantenne ist beeinträchtigt. SK-1-2, wir schicken ein Wartungsteam. Kümmern Sie sich um die restlichen Trümmer, bevor Sie noch mehr Schäden anrichten. Bestätigt. Eine Rakete sollte die großen Teile erledigen. Halten Sie L2, um das Fadenkreuz zu aktivieren. Sie können durch Kopfbewegungen Ziele markieren. Lassen Sie L2 zum Feuern los. Sie können 3 Ziele gleichzeitig markieren. 3 Ziele, okay. Das. Bam! Achtung, SK-1-2, wir registrieren eine Energieschwankung voraus. Könnte an der beschädigten Sensoranlage liegen. Können Sie Sichtkontakt herstellen? Position wird auf Ihrem HUD markiert. Verstanden, nähern uns. Achtung, wir nähern uns der Position. Ich komme. Würde die Sensoranlage. Moment. Heilige Scheiße, was ist das? Das habe ich mir aber schon, aber das sagt man nicht. Ich bin ein krasser Gangster. Verstanden, ein 2 Staffel nähert sich ihrer Position. Bereithalten. Okay, aufpassen. Okay, das ist schon krass. Komm, wir fliegen mal ein bisschen. Ich würde sagen, wir brauchen das. Ja. Kommt mal einfach los. Gott, ist das alles verwirrend hier gerade. Oh Gott, ich hab schon wieder genug. Okay, das ist schon krass. Ich weiß gar nicht, wie man kommentieren soll. Okay.
gerade in den Kopf. Das ist Kopfschmerz. Aim ist auch. Zack. Das war gut. Ja, ist ja klar. Okay, komm, wir gehen zu dem hier. Zack. Gute Treffer, 2-1. Oh Gott. Okay. Ah. Abgeschossen. Ich bin gerade sicher, ich komme dort. Scheiße, er hat mich anvisiert. Scheiße, ich werde eingekesselt. Egal, ich kann ja helfen, sorry. Ja, ist echt geschossen. Das Ding ist echt scheiße. Nein. Der 6 ist geflossen. Der 6 abgeschossen. Wir sind 30 Sekunden in der Luft. Wir schalten sie aus, Gas. Dranbleiben. Einer weniger. Oh, jawohl. Unsere Flotte kriegt den Arsch versohlt. Nein, ich bin da. Alles gut. Verdammt. 2-4 ist erledigt. Halt ein Uhr. Feindliche Fliege abgetroffen. Boah, das ist aber schon. Das ist schon krass, also heftig. Ist doch so eine Sache, die ich vielleicht niemals machen würde. Ich würde niemals in die Welt kommen. Gut gemacht! Ist ja alles zu groß. Atlantik, stehe unter schwerem Beschuss. Guter Abschuss! Bin in 30 Sekunden in der Luft. Flieger gesichtet. Wow. Boah, das ist alles sehr verwirrt mit dem Stick hier. Wenn ich nach unten gehe, der ist halt umgekehrt. Und wenn ich nach unten drücke, gehe ich nach oben. Zack. Das war gut. Sie ziehen sich zurück. Hier ist die Retribution. Sie laden ihre Bogenkanone. Schuss. Das Feuer auf diese Koordinaten okay, ich gehe. Boah. Wir greifen einen SDF-Zerstörer bei 7-2 zu 5-2 an. Okay. Okay. Tschüss. Wir müssen sie aufhalten. Ich gehe jetzt. Ich will nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Ich flieg zur Erde. Oder was auch immer. Und wieso ist dieser scheiß Planet so groß? Warte mal. Oh. Ich schaff das. Ich schaff dir das. Okay, ich komm schon rein. Okay, warte mal, was? Ist das... Ach so. Irgendwann habe ich mich schief gedreht. Ja, also Tower überspringen. Gieren? Ah, okay, okay, man kann das Nicken umkehren. Okay, das ist gut. Das Nicken. Das Drehen. Es ist schon. Es hat was? Achtung, K1-2, wir registrieren eine Energieschwankung voraus. Könnte an der beschädigten Sensoranlage liegen. Können Sie Sichtkontakt herstellen? Position ja, wird auf Ihrem Hub markiert. Verstanden. Nähern uns. Okay, das ist halt ein bisschen lustig. Achtung, wir nähern uns der Position. Sieht aus, als würde die Sensoranlage... Moment. Ja, jetzt ist Scheiße, was ist das? Weiß ich nicht, ist mir egal. Ich Kontakt zu einem SDF-Superträger. Los geht's! Und immer so, was ist hier Planet? Verstanden, zwei Staffeln nähert sich ihrer Position, bereit halten. Okay, gut. Pause. Wir müssen das Feuer von unseren Schiffen ablenken. Die Pause! Wow. Okay, gut. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Ja. Irgendwie... Bringen ja. Eine Minute Scout-Team. Ist das nicht so meins? Keine Ahnung. Bei sowas sehr schnell schlecht, das hat mir auch schon mal ein bisschen gut. 2-2 abgeschossen. Aber naja, wir hatten wieder VR, ich nehme jetzt noch was anderes mit VR auf. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, mir hat das Spiel... Ja, das war ein cooles Game. Sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, das ist schon krass. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja.
es ist halt Edge.